Herzlich willkommen hier im Estadio Santiago Bernabéu, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Das gewohnte Team aus Wolf Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Real Madrid gegen Celtic Glasgow. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Die Chance zur Führung. Seed up. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kepa steht im Tor. David Alaba spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Federico Valverde steht mit Jude Bellingham im Mittelfeld. Und José Lu spielt im Sturm mit Rodrigo. Startaufstellung der Gäste. Und jetzt gibt es hier den Freistoß gegen Real. Einer der Schlüsselspieler könnte heute Jude Bellingham sein. Als Torschützenkönig dieses UT-Vereins ist er enorm wichtig, keine Frage. Auf ihm ruht so ein wenig die Taktik, die Strategie. Ist schon klasse, wenn du so einen treffst. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Könnte die Führung werden. Und da treffen sie das erste Tor heute. Denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Nun Carvajal am Ball. Ballbesitz Carvajal. Tchouaméni. Da ist Alaba. Bellingham. Tchouaméni. Ball ist bei Jude Bellingham. Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ist es das? Ja, toll gehalten. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ecke ins Zentrum. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Ach, die Riesenchance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Aber kein Tor und er kann es überhaupt nicht glauben. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Schirmt den Ball da richtig gut ab. Ja, alles richtig gemacht. Klasse geklärt. Sie haben durchaus Platz auf außen. Spielt da schön rein jetzt. Pausenpfiff, das war sie. Die erste Spielhälfte hier im Estadio Santiago Bernabéu. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Vor der Pause lief es noch nicht für Real. Man ist mit einem Tor hinten. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Da ist er da.
Er steht gut und holt sich den Ball. Valverde. Es gibt Freistoß gegen Real. Gut dazwischen gegangen. Da entscheidet er auf Foul, Freistoß gegen Real. Es gibt Freistoß für Real Madrid. Rodrigo. Toni Kroos am Ball. Nun David Alaba. Und Kroos. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Tchouaméni. Oselu. Valverde. Ball ist bei Jude Bellingham. Gutes Tackling hier. Johnston. Das frühe Pressing jetzt. Jetzt können sie den Angriff starten. Ganz energisch. Bellingham. Könnte der Ausgleich werden. Klar zu sehen. Abseits. Wechsel bei Real. Der Ball ist wieder bei Real. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Vinicius Junior. Oh, viel Platz jetzt. Ganz spannende Szene. Tor, Ausgleich. Das ist klasse, wie sie hier gekämpft haben. Jetzt können sie das Ding sogar komplett drehen. Den Ausgleich hinnehmen, das ärgert den Trainer natürlich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Viel Zeit ist nicht mehr. Noch 5 Minuten, um hier irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Callum McGregor. Guter Pass. Der Wille ist da. Kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Chance zur Führung. Weiter gefährlich nach Kepas Abwehr. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Jetzt können sie vielleicht kontern. Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden.